Yo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit einem neuen Festival of Football SBC. Dazu noch ein paar Packs, die ich während der Woche gesammelt habe. Dazu mehr später. So, das ist die gleiche Voraussetzung wie letzte Woche, beziehungsweise vor ein paar Tagen. Die bringen irgendwie immer die SBC raus, wenn ich nicht zu Hause bin. Ja, deswegen kommt das meistens nicht sofort raus. Normal würde ich das dann direkt an den Abend rausbringen, das Video. Aber, da ich dann unterwegs bin, bringe ich es ein bisschen später raus, am nächsten Tag. Wenn ihr keinen Spieler im Verein habt, dann kostet euch die SBC um die 90.000 Münzen. Lohnt sich das? In den meisten Fällen nicht. Ich habe einen Tweet von Nepenthes gesehen, der hat, glaube ich, geschrieben, insgesamt gibt es, glaube ich, momentan 46 Spieler zu ziehen. Bei 19 Fällen sind die Spieler weniger als 90.000 Münzen wert. Also macht ihr Minus bei mehr als der Hälfte der Fällen. Bei 17 Spielern macht ihr ein bisschen Plus, also die sind so ungefähr 100 irgendwas 1000 wert. Und bei, glaube ich, 10 Spielern nur macht ihr richtig Plus, ja. Also Messi, Ronaldo, Suarez, wen gibt's da noch? Son, ja. Also die Frage, lohnt sich das? Hängt von euch ab, ja. Also in den meisten Fällen nein, weil die sind auch noch untauschbar. Also wie gesagt, 85 Rating wäre vielleicht hier fairer gewesen, vielleicht sogar 84 Rating, weil das Spiel sowieso fast tot ist. Wenn ihr, so wie ich, untauschbar habt, zum Beispiel ein Fabregas habe ich mir jetzt spielt, ein Isco in roten Version gebe ich ab, weil ich habe die 94er Timo Season Version in rot, dann brauche ich die hier nicht mehr. Ich bezahle für die SBC ein bisschen mehr als 50.000, dann geht das noch, ja, dann geht das noch. Die meisten Spieler, was sie geschafft haben, EA, die meisten Spieler sind jetzt ein bisschen mehr wert, ja, die sind alle gut gestiegen. Ein Cavaral ist jetzt 5.000, 6.000 wert, ein Varane ist fast 10.000 wert, ein Navas 6.000, also die sind ein bisschen gestiegen. Auch ein, hier ein Verratti, 16.000, der war, glaube ich, lange Zeit, wie viel wert? 6.000 oder so, 5.000, also ja, das haben die geschafft, ja, durch die SBC, aber ja, meiner Meinung nach ein bisschen zu teuer, aber wer ein bisschen Risiko eingehen möchte wie ich, weil mir ist das ja ein bisschen egal, was ich hier noch mit Münzen mache, wenn ich alles verkaufen würde, hätte ich vielleicht, glaube ich, fast 2 Millionen, also was, außer meine Startelf, wenn ich alles verkaufen würde, hätte ich, glaube ich, 2 Millionen Münzen, aber ich habe nicht wirklich den Drang zu spielen. Warum? Warum habe ich nicht den Drang zu spielen? Weil ich zeige euch das mal, ich habe mit diesem Team diese Wochenaufgabe gemacht, wo man mit Spanier ein Tor vorbereiten muss und dann noch das Spiel gewinnen muss. Wo war das hier? Spain Pain. 7-mal. Ich habe Liga 1 gespielt, 7-mal auch 7-mal gewonnen, aber ich hatte so null Spaß gehabt an den Spielen. Das Gameplay ist wirklich so schlecht, Freunde. Also was stört mich immer noch so krass? Ich nenne das immer noch Wischi-Waschi-Gameplay. Warum Wischi-Waschi-Gameplay? Beim World Cup Mode könnt ihr euch so geil bewegen und hier bewegt ihr euch wirklich so als, keine Ahnung, wie so ein Truck. Und was, ich weiß nicht, ob es bei mir so ist, ja, immer wenn ich Spieler wechsle, 2-3 Mal Minimum, bis ich einen richtigen habe und wenn ich passe, Freunde, wenn hier der Gegner ist, ja, und hier ist mein Spieler und ich passe, mein Stick ist wirklich so, er passt immer so in die Mitte, so dass der Gegner irgendwie immer noch eine Chance hat, den Ball abzufangen. Ich verstehe nicht, warum die das immer so machen, aber das ist wirklich, bei 80-90% der Pässe ist das der Fall. Ich weiß nicht, warum. Aspas, sehr geiler Spieler, Freunde. 87 Rating, hat mir sehr gut gefallen. Ihr seht hier, der hat meistens nur eine Halbzeit gespielt. 14 Spiele, 9 Tore, 12 Torvorlagen. Isco, saugeiler Spieler. Wer den Path to Glory geholt hat, hat jetzt erstmal richtig gut Plus gemacht und einen geilen Spieler. Und Parejo war okay, Freunde. Er war okay. Er hat ZDM gespielt meistens. Ich habe 4-2-2-2 gespielt. Und dann würde ich sagen, laber ich nicht so viel. Was habe ich noch verkauft? Kann ich euch noch, auch noch zeigen. Eigentlich, ja, Testing mal verkauft und sonst Panama und Tunesia von der Top-Partie. Das haben die ja nochmal geändert zum Glück. Ja, das war ja unmöglich zu machen. Es gab, glaube ich, nur 3 Tunesier, die Goldspieler waren. Und es gab gar keinen Panama-Spieler, der Goldspieler ist. Ich habe nochmal 9 Packs vorbereitet, die ich während der Woche hier durch entweder Flash-SBCs erspielt habe oder Top-Partie noch fertig gemacht habe oder Silber 1. Genau, Silber 1 Weekend League. Da habe ich auch noch ein paar Packs bekommen. Machen wir erstmal das Goldspieler-Set auf. Ja, ich werde dieses Wochenende, wie gesagt, ich versuche Gold bis Gold 2 zu spielen. So viel muss ich, glaube ich, spielen, um monatlich Gold 3 zu kommen in Food Champions. Es ist gerade Samstagnachmittags, also ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich schaue mal, ob ich das schaffe. Wenn nicht, dann nicht, aber ich versuche es. Ich nehme das Video gerade während des Argentinien gegen Frankreich-Spiel auf 1-1. Ich verstehe immer noch nicht die Aufstellung von Argentinien, also was der Trainer da macht. Keine Ahnung, wenn man solche Stars hat und ja, keine Ahnung, Pavon und was weiß ich, wer wen spielen lässt. Okay, also
Ja, die Maria hat hier auf jeden Fall geglänzt, dass man eine gute Entscheidung ist, spielen zu lassen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, quatschen wir nicht so lange, konzentrieren uns auf die Packs. So, nächstes Elektrum-Spieler-Set, das sind, glaube ich, ja, nicht die besten Packs, aber ich glaube, insgesamt sind alle Packs so um die 200k wert, wenn wir einen Spieler ziehen würden, der über 10k wert wäre, also ein 85-Rating, 86-Rating-Spieler, dann wäre ich schon zufrieden. Ansonsten ist es auch in Ordnung, wenn wir nichts ziehen sollten. So, als nächstes machen wir das kleine, seltene, gemischte Spielerset auf, glaube ich, 2 Gold, 2 Silber, 2 Bronze-Spieler, alle selten. Auch nichts Besonderes, dafür aber 3 Gold-Spieler, glaube ich. Ne, 2 nur. So, als nächstes machen wir das Jumbo Premium Gold-Spieler-Set auf. Ich glaube, 24 Gold-Spieler, 7 selten. Wieder keine Leinwand-Spieler. Aber wir haben noch ein paar gute Packs und dann kommen wir zum Festival Pack. Ja, nehmen wir alles so mit, können wir alles im Verein speichern, ist okay. So, als nächstes machen wir dann das Megaset auf. Habe ich, glaube ich, von Fujimans Belohnung Silber 1 bekommen. Ja, hatte einfach nicht mehr Lust weiterzuspielen. Aber, hey, erste Leinwand, kein Special Card, aber eine Leinwand. Asensio ist okay, 84 Rating. Ich guck mal ganz kurz, wie viel der wert ist. Wie gesagt, die meisten waren ja nicht mal 2k wert. Und jetzt sind die, je nachdem, was für eine Liga, was für eine Nation, schon ein bisschen mehr wert, immerhin. Ja, okay, der nicht, der ist nur 3k wert. Aber es gibt Spieler, wie gesagt, Außenflügelspieler oder Außenverteidiger sind da ein bisschen mehr wert. So, als nächstes machen wir, denke ich, erstmal ein Prime Gold Spieler Set auf und dann ein seltenes Elektrum Spieler Set, so abwechselnd. Ja. Nice. 45k Pack und du siehst absolut gar nichts. Ich habe letztens bei Reddit gelesen, einer 325k Packs aufgemacht. Beim ersten Pack hat er Kedira gezogen. Und bei den nächsten zwei einfach nicht mal eine Leinwand. Also das ist echt schon frech. Ich habe auch gelesen, die wollen bei FIFA 19 anzeigen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, so und so einen Spieler zu ziehen. Da bin ich echt mal gespannt, was sie da raushauen. Hier beim Set in Elektrum Spieler Set ziehen wir wenigstens eine Leinwand. Das ist... Oh, der Trentford Patricio. Downgrade bekommen, oder? Der war doch ein 84er. Mal gucken, ob der was wert ist. Aber ich glaube nicht. Trentford Patricio... Ja, ist nichts wert. Ist jetzt bei Wolverhampton, soweit ich sehen kann. Ja, nice. So, das vorletzte Pack, Prime Gold Spieler Set. Mal gucken, ob wir hier nochmal eine Leinwand bekommen. Boah, meine Haare not on fleek, not on point. Wenigstens eine Leinwand, korrekt. Korrekt, EA. Wer wird es? Benatia. 85 Rating. Ich habe schon voll vergessen, da war doch lange 84 Rating. 85 könnte noch ein bisschen was wert sein, also... 6 bis 10k um den Dreh rum. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, Freunde, ja. 7k. Nicht schlecht. Das ist schon mal echt nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, ansonsten noch, nur noch Müll. So, jetzt das allerentscheidende Pack. Festival of Football. Wie gesagt, wenn die mich noch motivieren wollen, den normalen Modus zu spielen, ein Messi, ein Ronaldo, ein Suarez wäre nicht schlecht, ja, wäre echt nicht schlecht. Falls ich einen von den, sag ich mal, schlechteren Spieler ziehen sollte, dann würde ich mich über einen Asiaten freuen, wie Inui, den Torwart, ja, den koreanischen, oder Son wäre, und natürlich Fresh. Ich lasse mich überraschen, let's go. Wen ziehen wir hier? Wen ziehen wir hier? Hoffentlich jemand Brauchbares. Flair ist nice, Karte sieht nice aus, fuck off, das ist genau derselbe Spieler, den ich letztes Mal gezogen habe. Ist das dein Ernst? Jetzt kann ich nichts mehr machen. Der ist untauschbar, doppelt. Jetzt muss ich warten. Also jetzt muss ich aus Ultimate Team rausgehen, den da ganz drin lassen, weil ich kann ihn ja auch nicht mal auf die Transferliste schicken und hoffen, dass am Montag noch eine SPC kommt und ich ihn einsetzen kann. Alter, ich muss ihn fast eigentlich sogar discarden, wenn ich überlege, weil... Ich wollte noch Weekend League spielen. Ich kann noch nicht nach jedem Spiel das Spiel neu starten. Das dauert 1000 Jahre. Oh mein Gott. Also EA. You're a great company, man. Also wie kann man mir das nochmal denselben Vollidioten geben? Mein fucking Gott. Hätte ich das gewusst, hätte ich lieber den eingesetzt statt Fabregas, ich Idiot. Also ich bin echt ein Vollidiot, muss man fast sagen. Ja, ich guck mal, was ich mit dem mache, Freunde. Ja, schreibt mir mal gerne in den Kommentarbereich, wen habt ihr gezogen oder habt ihr, wie ich, denselben Folge und nochmal gezogen. Nichts gegen Navas, ja, aber wie gesagt, Duplikat, unnötig. Geil, ey. Ja,
Ansonsten, ja, guck mal, schauen wir, ob die Tage nochmal ein Video kommt. Wenn dann eher wieder so was wie gestern im World Cup Mode, ja, dass wir über ein Thema reden, weil im normalen Modus, ja, fehlt mir die Motivation wegen Gameplay einfach. Das Gameplay ist wirklich grauenhaft. Ihr könnt mir gerne mal im Kommentarbereich schreiben, ob ihr mir da zustimmt mit den drei Punkten, dass Spielerwechsel ein großes Problem ist, dass dieses Wischiwaschi-Gameplay, also ich meine mit Wischiwaschi-Gameplay, das ist wirklich nicht flüssig. Sie bewegen sich so richtig so komisch, als hätten die, keine Ahnung, eine Gehbehinderung. Und ja, das mit dem Passen, das, ich guck, achte auch voll oft drauf, wie ich passe, und trotzdem geht der Ball immer bisschen in die Richtung vom Gegner. Ich verstehe es nicht. Warum passt du da immer in die Richtung des Gegners? Also schreibt mir in den Kommentarbereich, ob es euch auch so aufgefallen ist. Ansonsten, ja, schreibt mir auch gerne, wen ihr gezogen habt. Vielleicht habt ihr Glück und ich nicht. Und dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Casey ist raus. Und viel Spaß noch bei der WM. Ich gucke später auf jeden Fall auch noch Portugal gegen Uruguay. Der Beißer. Oder Sieben. Mal gucken, wer gewinnt. Und ich bin raus. Ciao.